Ja, Thomas Stathos, Trainer von Fortuna Köln. Gerade das erste Testspiel der Vorbereitung deutlich standesgemäß beim SV Blatzheim gewonnen. Wie bewerten Sie den Stellenwert dieser Begegnung? Na, es ist immer wichtig, ein Freundschaftsspiel zu machen und dann eben viele Tore zu erzielen. Und wenn der Gegner eben auf der anderen Seite ein bisschen unterklassig ist, musst du Tore erzielen. Wir haben den Ball laufen lassen. Es ist eine sehr gute Trainingseinheit und ich bin auch dankbar dafür. Die Winterpause ist ja auch ein guter Zeitpunkt, um einmal durchzuschnaufen. Wie sehen Sie insgesamt die erste Halbserie mit Ihrer Mannschaft? Wir hatten Anfangsprobleme gehabt, die zu erwarten gewesen sind. Ich habe es immer sehr, sehr positiv gesehen, weil ich die Entwicklung der Mannschaft gesehen habe. Und am Ende, oder was heißt am Ende, während der ganzen Phase haben wir uns entwickelt. Und wir haben in der mittleren Phase, ich glaube, 10 Spiele ungeschlagen waren wir da gewesen. Und am Ende die letzten beiden Spiele gegen Köln und aber auch gegen Rödinghausen sehr, sehr guten Fußball angeboten, der ansehnlich war, wo die Jungs eben gezeigt haben, was sie eben im letzten halben Jahr gelernt haben oder wie sie zusammengefunden haben. Und damit bin ich sehr, sehr zufrieden. Und an welchen Stellschrauben haben Sie oder werden Sie jetzt vielleicht noch drehen? Na, es ist weiter das verbessern, was wir bis jetzt gemacht haben, um noch effektiver zu sein. Effektiver heißt natürlich auch Tore zu erzielen. Wir haben heute einige erzielt. Ich hoffe, dass wir das mitnehmen können für die Saison. Abschließend, mit dem Aufstieg werden Sie wahrscheinlich nichts mehr zu tun haben, mit dem Abstieg hoffentlich auch nicht. Mit welchen Zielen gehen Sie in die zweite Halbserie? Na, wir wollen uns verbessern, wir wollen die Mannschaft festigen, um dann auch zu schauen, was für die neue Saison auch was uns weiterbringen kann, welche Spieler sich empfehlen, welche Spieler hier bleiben können oder welche bleiben wollen und welche wir auch behalten wollen. Das muss man alles jetzt in der Rückserie sehen. Natürlich ist es entscheidend, auch die Spiele zu gewinnen und eben auch seine Punkte zu holen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.